Der 60-jährige Dieter Eich, der in der Gegend unter dem Spitznamen Beethoven bekannt war, wurde in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 2000 umgebracht. Der Grund: Dieter Eich war Sozialhilfeempfänger. Was genau ist passiert? Im selben Haus wie Dieter Eich wohnte auch sein späterer Mörder René Rost, Nazi und Stiefsohn eines ehemaligen BGS-Beamten. René Rost hatte zur Feier seine Kameraden Andreas Ibsch, Thomas Schwalm und Matthias Kowalik eingeladen. Bereits auf dem Weg zur Wohnung beleidigten sie eine nicht deutsch aussehende Person. Gemeinsam schaukelten sie sich einen Rausch aus Rechtsrock, Alkohol und rassistischen Hetztiraden. Letztlich fassten sie den Entschluss, jemanden, Zitat, aufzuklatschen. Der über ihnen wohnende Dieter Eich schien ihnen dafür genau recht. Gemeinhin galt er in der Gegend als Alki. Wenn man, Zitat, durch einen aufklatschen würde, täte man etwas fürs Volk, hieß es. Die Gruppe verschaffte sich zunächst problemlos Zutritt in Dieter Eichs Wohnung, da seine Tür bereits länger kaputt war. Rost und Kowalik fanden Dieter Eich in seinem Schlafzimmer vor. Sie begannen die Opfer mit gezielten Schlägen und Tritten zu traktieren. Bei den Tätern machte sich die Angst breit, dass die Opfer sie identifizieren könne. So entschlossen sie sich, eine Stunde nach dem brutalen Angriff Dieter Eich umzubringen. Rost hatte hierfür das Jagdmesser seines Vaters mitgebracht. Mehrfach stach er auf Dieter Eich ein und stieß ihm die Klinge ins Herz. Dieter Eich, das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Dieter Eich, das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Pankow Buch, Nazi frei! Pankow Buch, Nazi frei! Nun, seit 2018 hat das Land Berlin 7 weitere Opfer rechter Gewalt als solche anerkannt, darunter auch Dieter Eich. Damit wird zumindest in diesen Fällen der Mythos der unpolitischen Tat von offizieller Seite aus beerdigt. Doch es ist nur ein Teilerfolg. Noch immer sind nicht alle Opfer rechter Gewalt offiziell anerkannt, noch immer wird der politische Charakter der Tat in vielen Fällen geleugnet und relativiert. Daher fordern wir weiterhin ein Umdenken und die Anerkennung aller Opfer. Keine Haftstrafe und keine Statistik kann die Tat ungeschehen machen. Was uns bleibt, ist dem brutalen Mord, der sich in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 2000 ereignete, zu gedenken und zu mahnen, dass sich derlei Taten nicht wiederholen.